So Leute, wir spielen mal in Verborn weiter. Wir sind bei der fünften Mission Ausbruch. Nomad startet eine Mission zur Rettung gefangener Kameraden. Ist ja auch schon wieder jetzt über ein Jahr, glaube ich, her, wo wir hier gespielt haben. Die Zerulianische Was Orbit Sicherheitsdivision hat mehrere Nomad-Mitglieder gefangen genommen. Unsere Agenten berichten, dass sich die Gefangenen in einer schwer bewachten Einrichtung auf Cerulea befinden. Eine Rettungsoperation wäre extrem riskant. Kümmere mich nicht, ob es gefährlich ist, Sam. Ich gehe sofort herunter, um sie zurückzuholen. Sir, wir haben noch Informationen. Isol Luqman ist anscheinend in der Einrichtung mit den Gefangenen angekommen. Luela, die Situation ist nun doch noch gefährlicher. Luqman ist der Commander der Orbit-Sicherheitsdivision und berichtet direkt an Alexandra Lawson, die Kanzlerin des Sanktums. Er ist ein respekteinflößender Gegner, der einen variablen Panzer der zweiten Generation steuert. Auch wenn er einen VP der zweiten Generation hat. Ich habe den Deity, was? Und meine Dusk-Verstärkungen. Ich kann nicht einfach hier warten, während sie unsere Kameraden ausquetschen. Luella, warte, wir müssen hier einen kühlen Kopf bewahren. Verdammt, in der Stimmung hält sie wohl niemand auf. So. Einheiten haben wir schon mal genug. Sam hat mich gespaßt. Hier wird auf Sicherheit Wert gelegt. Du bist also die Söldner-Commander, der uns Probleme bereitet. Du musst Isol Lockmann sein. Ich gebe euch eine einzige Chance, uns zu sagen, was ihr aus unserem Waffenlabor gestohlen habt, im Austausch gegen die Gefangenen. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das waren diese bleichen VPs. Wir haben nichts genommen. Nun gut, ich werde meine Informationen schon von den Gefangenen bekommen. Setzt die Befragung fort. Findet heraus, was sie über die jüngsten Diebstähle aus unseren Forschungseinrichtungen wissen. Ja, Sir, wir werden sie schon zum Reden bringen. Okay. Jetzt müssen wir mal schnell einen kurzen Überblick über die Map hier machen. Nimm alle gegnerischen Außenposten ein oder vernichte alle gegnerischen Einheiten. Alle verbündeten Außenposten oder Einheiten sind verloren. Mal gucken. Wir haben hier einen Außenposten. Hier haben sie überall Scharfschützen. Also. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal schauen, wie wir hier. Wie das auch mit der Steuerung und so wieder alles genau funktioniert. Können wir hier auch ein bisschen lauter machen? Okay. Du magst die Bewegung. Den haben wir eingenommen. Müssen aufpassen, dass wir nicht ins Feuer dieser Scharfschützen hier kommen. Müssen ja erstmal unsere Einheiten alle nach vorne bringen. Rüstung verstärken. Der dürfte normalerweise. Dürfte ihm ja hier nichts passieren. Den bringen wir dahin. Jetzt können wir eh alle nur hinten dran stellen. Weil hier kommen sie ja nicht drüber, glaube ich, über diese Gebirge. Ne, dürften sie nicht drüber kommen. Warte mal, Artillerie, Reichweite 3 bis 5. 3, 4, 5, also da würden wir auch gar nicht hinkommen. Wir könnten uns aber dann hierhin bewegen. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann angreifen können. Das probieren wir jetzt einfach mal. So, dann soll der Gegner erstmal spielen. Ich hoffe, er lässt seine Sniper hier stehen.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, wir können uns nur ein Feld bewegen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir können angreifen und ihr seht, was wir auch für den Schaden machen bei ihm. Einen Angriff noch, dann wäre er weg, der gute Kerl. Drei Bewegungsfelder. Da würden wir jetzt voll hier ins Feuer reinlaufen. Jetzt war da mal der hat. Oh, leck, welche Reichweite haben die? Von ihren Waffen. Das sehen wir natürlich jetzt nicht. So, wir stellen sie dahin. 1 bis 5, okay, hier können wir angreifen. Dann haben wir den vernichtet. So. Eine Dreierbewegung. Ich bin halt immer vorsichtig. Na, wir müssen halt schauen. Er kann... Also die können ja auch immer, glaube ich, nur in einer Linie angreifen. Also so diagonal, quer über die Hexfelder, glaube ich, geht ja gar nicht. Das werden wir jetzt einfach mal testen. Ja, ist natürlich blöd, wenn wir halt eine Zeit lang nicht mehr spielen. Aber wenn ihr jetzt mal seht, ja. Also er kann nur in Linie von den Feldern angreifen. Dann könnte er uns normalerweise gar nicht erwischen. Achso, bei einem einzelnen Verbündeten, da werden wir es ihm geben. So, da hat er die Rüstung. Auch wenn er jetzt angreifen könnte, was er aber nicht kann. Also ich glaube es nicht. Den bringen wir dahin. Weil er dürfte normalerweise auch nicht hier drüber schießen dürfen. Es wäre natürlich blöd, wenn das kann. So, du gehst dahin. Aber er kann sich ja bewegen und angreifen, also das kann er schon, ja. Ja, und das macht er auch. Ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die Basis hier einnehmen, weil er, oder wir gucken mal, ob wir Einheiten rekrutieren können. Ne. Das können wir nicht. Was würden wir für einen Schaden hier machen? Wir könnten aber, achso, wenn wir das hier einnehmen, können wir ihn nicht angreifen. Ja, wir nehmen das ein. So, halt. Reaktor überladen. Ach so. Ja, wir können aber reparieren. Das Problem ist aber, dann sind wir voll in den seiner Schusslinie. Jetzt gehst du bitte erstmal hier hin. Doppelte Energiekanone hat sie aber momentan nur. Hier haben wir noch eine Abklingzeit. Wir müssten dahin. Sie hatte eher am meisten Gesundheit. Ah, schaut hin, ärgerlich. Bisschen was bleibt noch. Ah, das ist immer ärgerlich, wenn ein bisschen Gesundheit noch übrig bleibt. So, dann werden wir ihn reparieren.
Also hier, das ist nur eine reine Unterstützungseinheit. Aber wie gesagt, ihr seht schon, wenn man mal Zeit lang mehr spielt, muss man auch erstmal schauen, welche Einheit kann denn hier was. Also den bewegen wir jetzt lieber mal auf die Straße. Der bringt mir hier auch nichts. Dich nach oben. So, die Granate, glaube ich, schmeißt er aber auch nur in diese bestimmte Felder. Ja, so wie unsere Linien verlaufen. Also wenn wir hier hingehen, würde uns das auch nichts bringen. Dann gehst du da rein. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass er mehr Schaden machen kann. Ach so, er kann aber auch eine Einheit... Boah, was bringt denn die Einheiten hier noch? Also er kann diese Einheit umgehen mit seinem Schaden. Statuseffekte? Warte mal, was ist das für ein Statuseffekt, was er jetzt hat? Ach so, dass wir uns nicht bewegen können. 1000. 1000. Also müssten wir eigentlich hier hingehen. Und greifen. Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir greifen ihn an. Ihr könnt, ihr habt es hier unten gesehen, diese Angriffssequenzen überspringen, aber ich finde, nee, warum denn? Schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, Artillerie nachziehen. Und, schaut euch das an. Ärgerlich. Naja, aber was wollen wir jetzt machen? Müssen wir so. Minimal, was hier noch übrig bleibt. Für Ursachschweren kann ich schon bei mehr... Achso, bei mehreren ziehen. Ja, schaut an, er würde doch alle drei schießen. Oder machen wir das? Sehr gut, wenn sie alle in einer Reihe stehen. Seht ihr, das sind Sachen, was man sich halt alles dann nach der langen Zeit hier gar nicht merken kann. Da müssen wir jetzt so schnell wie möglich schauen, dass wir hier runterkommen. Dass wir diese Basis hier einnehmen. Jetzt warte mal, können wir ihn... Ja, da kommen wir nicht bis hoch. Und da kommt er von hier oben. Jetzt werden wir ihn trotzdem als Absicherung mal hier reinstellen. Doch, das machen wir. Den müssen wir warten lassen. Ich hoffe mal, er regeneriert sich in der nächsten Runde wieder. Ansonsten müssen wir schauen, ob wir ihn heilen können. So, minimal Schaden mit seinen Laserschwerten. Okay, das wird natürlich dauern.
Der bringt in jeder Runde hier neue Einheiten, ne? Und? Ne, hat er immer noch. Dann müssten wir das wirklich mit ihm hier machen. Reaktor überladen. Für die Dauer von Einzug bei einzelnen Verbündeten. Ich weiß nicht, ob das dann das hier funktioniert so. Ob er diesen negativen Effekt auch wegbringt oder nur die Gesundheit heilen kann. Nein, hat er entfernt. Schaut euch das an. Dann, ich glaube, mit ihr. Achso, sie kann aber momentan noch nicht angreifen. Nur mit ihrer Sekundärwaffe. Achso, zwei Felder. Shit. Und ganz ehrlich, die Kämpfe gehen ja schnell. Warum sollte ich die jetzt hier überspringen? Du gehst da rein. Was natürlich auch schön ausschaut, ist, dass diese getöteten Einheiten hier, die Rüstungsteile hier liegen bleiben. Und wenn ihr in eure Kampfsequenz reingeht, dass er wirklich auch auf diesen Schutt noch steht. So, hier können wir uns ja leider nicht rumbewegen, weil hier unsere Felsen sind. Dann nehmen wir... Jetzt probieren wir aber erstmal ihn, ob wir hier vorbeischießen können. Oder ob wir... Ne, er würde keinen Schaden machen. So. Die Artillerie, glaube ich, ziehen wir auch gleich mit nach oben. Ach, schon wieder bewegungsunfähig. Aber wir können wenigstens angreifen, wenn er nicht drauf geht jetzt. Boah, Gott sei Dank, einen Schuss hat er nur. So, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, weil sonst wird er drauf gehen. Den kriegen wir weg. Stellen wir uns mal vor ihn, wo das ja nichts bringt. Wir müssten diese Stellungen einnehmen. Müssen wir uns hier hinstellen. Und... Ja, das Problem ist er. Schalten ihn aus. So, jetzt wird in der nächsten Runde ja noch einer kommen. Dann können wir nur hoffen, dass wir die Dinger hier einnehmen. Jetzt werden wir mit ihm auch nicht bis hier rüberkommen zur Heilung. Er hat eine Reichweite... Ah, schaut euch das an. Das ist ärgerlich. Von zwei. Jetzt, warte mal, jetzt werden wir aber erstmal den hier ausschalten. Müssen den mit runterziehen. Ah doch, wir könnten hier hinkommen zum Angriff. Ich weiß nicht, ob wir durch die Häuser durchschießen können. Doch, das geht. Aber es bleibt noch eine minimale Gesundheit. Mit der Granate bleibt mehr. Okay, können wir leider nicht ändern. Wir müssen jetzt nur versuchen, dass wir vielleicht unsere Artillerie in eine richtige Position bringen. Ne, da sind wir zu weit weg. Das schaffen wir leider nicht.
Außer wir kommen mit ihm zum Angriff. Doch, schaffen wir. Dann lebt er doch noch, unser guter Kerl. Ich schwöre dir, das wird nicht gut für dich ausgehen. Boah, was ist denn jetzt los? Bekommt er einen neuen Helden? Ach, der kommt jetzt zu uns hier runter. Jetzt warte mal. Status entfernt. Wir werden... Jetzt das hier... Achso, das ist nicht der. Der hat nur eine Einheit gebracht. Jetzt werden wir aber erstmal das hier einnehmen. Überrennen, das dauert ein bisschen. So. Er ist geschwächt. Sehr gut. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir bis da reinkommen. Ja, wir kommen da rein. Nehmen das ein. Oder besser gesagt versuchen... Nein! Falsche Taste. Da war ich ein bisschen zu schnell. Jetzt schaffen wir es natürlich nicht. Aber du wirst den hier unten jetzt ausschalten, ne? Aber ihr seht schon, was passiert, wenn man auf die Schnelligkeit schnell drückt. Jetzt haben wir nicht auf Einnehmen gedrückt, sondern eine Runde beenden. Ärgerlich. Da ist eine Einheit hier oben, hat er gar keine neue gebracht. Wir werden aber unsere Artillerie nicht hier oben alleine entlang ziehen. Also nur im Schutz mit der einen Einheit, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich, wobei er auch schon so angekratzt ist. Ja, das nimmt er ein. Ist halt jetzt ärgerlich, dass wir hier falsch gedrückt haben. So, und du gehst hier rüber. Dann kann er von hier unten, ich glaube schon, gar keine Einheiten mehr bringen. Wenn wir gerade beim Überrennen sind. Okay, du machst mit deiner Heilung weiter. So ist er wenigstens schon wieder fast kampffähig. Naja, schaut hin. 129 fehlt noch. Den müssen wir da lassen. Unsere Artillerie. Da werden wir durch die Stadt gehen. So, und du... Aber ihr seht schon, diese Scharfschützen bringen nicht die Welt. So, wieso können aber wir auch keine neuen Einheiten holen? So, du bist ja voll. Du nimmst das hier ein. Du heißt ihn. Vielleicht haben wir sogar Glück und wir verlieren niemanden, ne? Aber ich denke, wenn wir zu diesem Isol hier hochkommen, der wird dann ordentlich Schaden machen. So, du gehst nach vorne. Du bist ja unsere Beste. Die Artillerie ziehen wir ihr. Ja, ich glaube, die bleibt bei ihr. Den ziehen wir da in die Stadt. Achso, die Bewegung können wir auch beschleunigen, sehe ich gerade hier unten. Einfach nur gedrückt halten. Wen haben wir da jetzt noch? Wir haben doch keinen mehr.
Warum er jetzt eigentlich dann den Zug nicht automatisch beendet? Also, den müssen wir weghauen. Stellen wir uns gleich vor ihn. Und weg mit dir. So, der hat... Könnten wir uns selber heilen überhaupt? Das müssen wir dann mal probieren. Jetzt werden wir aber erstmal hier unsere Kämpfer heilen und dann probieren wir es bei ihm mal. Das wäre natürlich schon gut, wenn er sich selber heilen könnte. Da kommen wir nicht zum Angreifen. Da auch nicht. Jetzt warte mal. Ja, es wäre natürlich vielleicht doch besser gewesen, wir hätten einen Teil von hier oben noch gebracht. Und ich weiß gar nicht, ob wir einen Defensivbonus bekommen, wenn wir in der Stadt bleiben. So, und den halt. Wähle Zielort. Na, irgendwas stimmt jetzt hier nicht, weil wenn wir jetzt auf Bewegung gehen, ist... Achso! Oh, ich hätte zwar nicht aufgepasst, hier sind ja lauter Berge. Müssten wir mit der Artillerie eigentlich... Da können wir nicht angreifen, aber hier schon. Ach, nein. 3 bis 5 Felder, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Müssen wir uns dahin bewegen. Dann können wir den Sniper angreifen. Gut ist natürlich, dass wenn wir nichts bestätigen, alles wieder rückgängig machen können. So, du gehst mir hier. Können wir ihn auch direkt angreifen? Geht das? Ne. Ich glaube, den müssen wir wegziehen. Nicht, dass wir den hier verlieren. Den in die Stadt rein. Ja, wir hätten hier noch angreifen sollen. Fehler von uns. Ist dahin. Du kannst Scharfschütze ausschalten. Aber das sind... Habt ihr gesehen, wie viel kritische Schaden der jetzt hier verursacht hat? Aber warum beendet jetzt er unsere Runde nicht mehr automatisch, wenn wir doch schon alle Einheiten bewegt haben? Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, was wir noch machen können. Nee, ich glaube nicht. Oh, doch. Wir können uns Einheiten holen.
Jetzt schaut deswegen durch diesen Außenposten können wir uns Einheiten holen. Reparatureinheit. 240 Punkte haben wir zur Verfügung. Da haben wir unsere Artillerie, Sniper. Jetzt holen wir mal den. Mal gucken, ob wir mehr aufsteigen können. Achso, immer nur einen pro Runde. Oh, das ist so ein kleiner Schaden, dass man den überhaupt nicht sieht. Sind zwar geschwächt. Also das ist das erste Mal, dass wir Einheiten aufs Spielfeld bringen können. Das hat man ja vorher noch nie. Besser gesagt, das haben die Missionen nie hergegeben. Nehmen den dazu. So. Jetzt ist natürlich blöd, weil sie so weit weg ist. Dann könnt ihr nämlich schön hier durchschießen. Was machen wir jetzt? Der macht ja nicht so viel Schaden. Ah ja, ihn kriegen wir weg. Müssen wir den hier rausbewegen. Jetzt nur minimaler Schaden, aber besser als gar nichts. Gehst dahin. So, und jetzt müssen wir den ja mit den anderen zwei Einheiten eigentlich wegbekommen. Und sogar kritisch erwischt. Mehr als erhofft, es ist sehr gut. Da haben wir ihn. Okay, jetzt nur ganz kurz schauen, wie es hier mit unserer Gesundheit ausschaut. Der ist voll. Den ziehen wir hier entlang. War jetzt hier oben noch eine Gegnereinheit? Nein. Den bringen wir hier rein. So können wir unsere Einheiten hier heinlassen. Okay, Artillerie brauchen wir nicht. Wichtig ist der hier. Der hat am meisten weg. So haben wir ihn jetzt wieder volle Gesundheit. So. Achso, sie könnte auch einnehmen. Ja, dann müssten wir ja erstmal eigentlich seine Fabrik hier einnehmen. Er bleibt jetzt erstmal auf der Straße. So, der ist angeschlagen. Den stellen wir gleich hier rein. Dann hat er nämlich gar nicht so weit bis dahin. Ja, vielleicht kommt er auch noch. Ne, es geht nicht, weil er hier, die brauchen ja mehr Bewegungspunkte, wenn sie hier durch die Stadt gehen wollen. Da können wir nicht angreifen. Ja, wie ihr seht schon, wir sind jetzt fast hier oben beim Gegner. Und wir haben bis jetzt noch keine Einheit verloren. Sehr gut.
Da sparen wir unseren Präzisionsschuss. Und zum Einnehmen schaffen wir es nicht. Also wird er noch meine Einheit bringen in der nächsten Runde. So, unsere Artillerie. Also wir werden jetzt erstmal keine weitere Einheit holen. Ich habe dich zum letzten Mal unterschätzt. Also er macht auf jeden Fall was. Das ist aber deswegen, weil sein Balken voll war. Was macht er denn da? Die Power. Ja, aber was bewirkt er damit? Jetzt werden wir aber erstmal hier die Fabrik einnehmen. Und auch gleich das hier hinten. Ne? So, du nach vorne. Da hätten wir eigentlich mit unseren Einheiten noch warten können. Jetzt müssen wir die von da unten bis da hochziehen. So, Gesundheit. Jetzt probieren wir mal die Heilung an uns selber, ob das funktioniert. Ne, das geht nur an verbündeten Einheiten. Ne? Also bräuchte man den zweiten, der dann ihn heilen kann. Also unsere Artillerie werden wir hier durch die Wälder ziehen. Die müssten ja durch diese Büsche hier durchkommen, ich hoffe. Er bringt auch... Achso, er kann ja nichts mehr bringen, weil er hier keine Einheiten mehr bringen kann. Und von hier drüben wartet er jetzt, bis wir kommen. Wir haben das Gebiet gesichert. Dann befreien wir mal die Gefangenen und bringen sie zurück auf Vagrant. Ach so, Mission abgeschlossen. Wir müssen ihn gar nicht erledigen. Ja, stimmt ja. Alle Gebäude einnehmen oder alle Einheiten vernichten. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob hier hinten noch Gebäude waren bei ihm. Aber anscheinend nicht. Ne, haben wir es doch geschafft. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen auch ein bisschen spielen. So, schaut hin. Wir haben keine Einheit verloren. Sehr gut. Ich denke mal, dass das der beste Rang ist. Ist das jetzt eine 5 oder ein S? Gute Frage. Und ob wir unsere Credits dann auch in die nächste Schlacht mitnehmen können? Luela, Islo, Lockmann sendet uns Grüße. Ich habe dich unterschätzt. Du bist das verstärkt, oder nicht? Erhöhte Wahrnehmung auf dem Schlachtfeld und außergewöhnliche, geradezu übermenschliche Pilotenreflexe. Du weißt nichts über mich. Ich weiß, was es bedeutet, Dusk verstärkt zu sein. Ich weiß, was du ertragen musst. Im Unabhängigkeitskrieg gab es Soldaten wie dich. Deine Taten hier auf Cerulea wurden zur Kenntnis genommen. Sei gewarnt, du hast jetzt die Aufmerksamkeit des Sanktums. Sam, hast du das alles mitbekommen? Habe ich. Wir verlassen die Umgebung von Cerulea und machen uns jetzt in Richtung der Zonen auf. Wir müssen für ein Weilchen untertauchen. Alle Mann bereit zum Abflug. So, wir sind in der 6. Mission. Ich kann euch gar nicht sagen, auf Steam steht ja auch, wie viele Missionen das Spiel hier hat. Ne, komisch. Wir haben hier ein A. Also ist es doch nicht der beste Rang, so wie es ausschaut. Oder wir haben hier verkackt. Weil hier haben wir überall S. Wir haben eigentlich schnell eingenommen. Kein verloren. Hm. Ja, unsere nächste Mission ist auf jeden Fall Piratenbucht. Während der Flucht aus dem Orbit von Cerulea stößt Nomad auf einen unerwarteten Feind. Da können wir gespannt sein. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.